Gehabt euch wohl, ihr tapferen Mariton, ihr lieben Menschen da draußen auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Build Stormwind. Wir machen heute hier wieder bei unserem Mauerwerk weiter. Ich habe mir zwischendurch hier 1,5 Stacks geholt. Ne? Mehr habe ich nicht rausbekommen. Was brauchen wir? Diorit. Ich dachte, wir hatten... Ja, das ist sehr wenig Diorit. Egal, wir nehmen das mal mit. Wir brauchen Holz. Nehmen wir auch mit. Und dann geht es auch schon los, rauf. Hier wieder weiterbauen. Wir erden uns hier wieder hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das passt. Das heißt, hier würde noch eine Reihe Bruchstein hingehören. Also nur hier vorne. Ja. Hier drauf würde jetzt eine Schicht glatter Quarz kommen. Nicht glatter Quarz, Quarzblöcke, die so gleich unsere Oberkante ist. Hier kommt jetzt der polierte Diorit rein, aber erst nach einer kleinen Nachtruhe. So. Schluck Kaffee für mich. Ich nehme heute schon fast eine ganze Kanne Kaffee Folge lang auf. Ne? Wie sagt man da? Ich krieg's nicht zusammen. Auf jeden Fall, ich habe mir heute vor der Aufnahme eine Kanne Kaffee gemacht und jetzt ist sie fast leer. So, wir müssen dann unten ausleuchten, das dürfen wir nicht vergessen. So, ups. Ja, da kommen wir jetzt mit dem Diorit, was wir hier haben, nicht aus. Da müssen wir uns dann gleich welchen holen. Beziehungsweise suchen. Ich weiß jetzt nicht, wo der im Lager ist. Oder ob Selina ihn schon hochgebracht hat. Die Brave arbeitet immer noch hier voll fleißig und die Liz. So. Ich glaube, wir sollten uns jetzt hier dann Gerüste raufbauen, damit wir nicht immer rauf und runter erden müssen. Mehr davon? Nee, zu wenig. Wurscht. Wir holen uns schnell Diorit nach und bauen uns hier ein Gerüst. Ja. Hier haben wir jetzt kein Diorit mehr. Ich schaue jetzt mal hier kurz in den Kisten, ob ich da wo einen finde. Das ist der ganze Bruchstein von vorne, den haben sie schon rübergebracht. Die Erde von vorne. No. Dann laufen wir eben mal kurz nach vorne, schauen, ob der Diorit noch erhoben ist. Lasst mich dann bitte die Gerüste nicht vergessen, ihr lieben Leute. So, am Weg zurück, am Weg hin und am Weg zurück schauen wir kurz mal bei unseren Händlern vorbei. Ups. Ob man hier schon wieder was traden kann. Wäre fein. Er geht schon wieder, sehr gut. Er geht noch nicht. Er geht noch nicht. Er geht. Er geht nicht. Er geht nicht. Er geht auch nicht. Na, ja, geht. Gleich alles rausholen, was geht hier. War er vorhin gerade? Ja, habe ich richtig gehört. So, das lassen wir da, den Quarz.
Dann schauen wir eben mal. Hast du zufällig Dio eingesteckt? Dann laufen wir eben kurz ins Lager. Waren wir eh schon ewig nimmer, ne? Eigentlich waren wir im Lager schon ewig nicht mehr. Zumindest nicht in einer Folge. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ihr wisst ja, manchmal hat Marito ein Matschehirn, das hauptsächlich aus Nudelsuppen besteht. So. Braucht man oben. Ja, cool. Jetzt hier Diorit finden. Das Holz. Polierter Diorit. Wow, Marito. Das sollte reichen. Wir gehen zurück. Außen rumlaufen zur Baustelle. Jetzt geht's noch, solange die Mauer noch nicht da ist. Dann sehen wir auch mal, wie das Ganze von fernen aussieht. Ne? Und hier drüben. Ja, schaut schon genial aus. Also echt. Leute, ich habe so viel Freude, seit die beiden Türme und das Wachhaus da oben stehen an dem Projekt, weil es einfach wirklich mal so ein krasser Fortschritt ist. Macht echt Laune. Wirklich, wirklich Laune. So cool. So. Das heißt, einen Stack Erde können wir da lassen. Dafür nehmen wir uns, wo sind es, die Gerüste mit. 15 sollten reichen, um bei 11 raufzukommen. Erstmal. So. Machen wir hier. Mehr als genug. Also, bis hierhin kommt jetzt der Dioritboden erstmal. Kriegen wir vielleicht den Teil der Mauer echt fertig jetzt? In der Folge. Ups. Folge. Das wäre ja mega. Das wäre wieder ein mega Fortschritt, ne? Apropos, wenn wir schon hier sind, warte kurz. Dann setzen wir gleich hier ein paar Fackeln. So, hier wird es gleich düster. Na, geh rauf da. Hallo? Spiel? Und da hat die liebe Selina das Spiel verlassen. Liebe Selina, nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank für deine Hilfe, wenn du das irgendwann in 2 Jahren siehst. Die Selina selbst schaut ja, wie gesagt, meine Videos von Anfang bis Ende alle durch. Voll krass, voll danke. Großes Dankeschön, so wollte ich eigentlich sagen. Und die hat noch gar nicht angefangen, Let's Build Stormwind zu gucken. Die ist noch, die hat jetzt gerade Nubingen durch. Jetzt ist sie irgendwo in Falkenstein bei Folge 50 herum und schaut sich auch die ganzen Streams dazwischen an. Und da bin ich echt so gehypt. Das taugt mir so sehr. Das finde ich so krass, dass da so das Interesse besteht. Ganz, 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 ganz dickes Dankeschön an dich, Celine.
Selin A. So, hätten wir das erledigt, das können wir wegpacken, den Diorit können wir wegpacken, brauchen wir jetzt das, das, das und das. So, und hier jetzt machen wir mal den ersten, die 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, zack. Ja, das ziehen wir jetzt hier auf dieselbe Höhe hoch wie da drüben. Das ist Gott sei Dank auf der anderen Seite der Mauer oder auf der Mauer auf der anderen Seite des Tors nicht so, dass da so eine Abstufung drin ist. Dafür kommt dann dort wieder ein Räumchen rein, wo eben dann unser Greifenmeister stehen wird. So, dürfen wir dann auch nicht vergessen, dass wir unten dann gleich ausleuchten. Ist ja manchmal wirklich so wie bei den Hobbits, ne? Hin und wieder zurück. Gerade wenn du so baust. Jetzt ist eh gerade keiner am Server. Wir arbeiten heute mal die Nacht durch, würde ich sagen. Haben wir auch schon ewig lang nicht mehr gemacht. Aber ich will jetzt hier die Mauer fertig bekommen. Zumindest äußerlich die Mauer fertig haben. Innerlich, ja. Das wird alles ein bisschen zusammenhängen. Das mache, da wird mir Thomas die Tage helfen als Gast bei uns. Und er wird mit mir zum einen das Innenleben quasi des Turms machen, das ganze Treppenhaus. Aber, und das ist für euch, liebe Leute, viel interessanter, er ist ja mehr oder weniger von unserem Server-Team, von unserem Community-Server-Team. Und er wird uns mal ein bisschen was erzählen darüber, was da gerade so abgeht im Server-Team, wie der Stand ist von unserem, neuen Community-Server und auf was wir uns freuen können. Da bin ich auch schon mega gehypt. So, hier kommt jetzt erstmal Holzboden rein. Hier kommt erstmal Holzboden rein. Meine Damen und Herren, das heißt, wir tauschen die Schaufel mal gegen die Axt aus. So. Voll die spooky Musik gerade irgendwie. So. Deswegen habe ich mehr Holz mit drauf genommen. Mehr Holz, hey. Wortspiel. Typisch maritonisch. Das wäre auch mal interessant, so ein Duden anzufertigen über komische Wortspiele, die ich hier so mache in meinen Let's Plays, in meinen Videos. Wie das Meerholz, die fleißige Konkubine. Okay. Gut.
Jetzt haben wir zu wenig gebrannten. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Wir müssen jetzt hier runter, dann können wir auch schlafen gehen. Wenn denn keine Monster in der Nähe sind. Oh, es sind massig Monster in der Nähe. Burn. Burn. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Soll mich auch nicht weiter stören. Schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Wir sind heute verdammt gut unterwegs mit der Zeit, ne? So, haben wir jetzt hier noch Klattenquarzes zu wenig. Wir brennen hier jetzt mal schnell einen Stack durch. Hoffen, dass das ausreicht. Währenddessen können wir hier mal die Löcher stopfen von den Creepern. Sind ja nicht so extrem. Es war auch wieder mal cool, wieder mal eine Nacht durchzuarbeiten. Wieder mal gegen Monster zu kämpfen. So. Ich überlege gerade. Den braucht man oben. Wie haben wir das vorne mit dem Zinn gemacht? Wobei hier einfach höhere Zinnen sind. Nee, das passt. Das passt. Wo ist die Holzkiste? Wir brauchen Türen. Zwei, vier, sechs, acht. Acht. Haben wir da oben die Türen schon gemacht? Schaut danach aus, als wären da schon Türen drin, ne? Vier. Wir nehmen mal 10 Türen mit, würde ich sagen. Stämme holen wir uns hier jetzt einfach noch einen ganzen Stack raus. So. Den, was wir mitnehmen. Das lassen wir da. Dann nehmen wir noch 17 mit, damit wir ganz raufkommen. Wir haben Stämme. Glatter Quarz fehlt eigentlich. Es fehlt eigentlich momentan nur am glatten Quarz. Sollten wir aber jetzt, denke ich, für die paar Zinnen auch auskommen. So. Wieder nein. Zack, zack, zack. Machen wir es jetzt so, dass wir da hinten auch gleich ausleuchten. Zack. Sollte hier auch Ruhe sein. Gehen erstmal hier hoch. Wissen, dass hier eine Tür hinkommt. Da holen wir uns auch den Quarz von raus. Den braucht man dann dahinter auch nicht. Hier kommt eine Tür hin. Auch wieder eine Doppeltür natürlich. Wir schälen den Stamm wieder ab, damit es gleich ausschaut überall. Okay. Bauen uns jetzt hier das Gerüst hoch. Den nächsten Mauerabschnitt, wo jetzt erstmal hier die
Sinnen kommen. Und zwar werden schauen die so aus. Die machen wir wieder aus glatten Quarz. Und jetzt kommt hier noch eine Umrandung quasi, damit man nicht runterfallen kann, damit das Wachpersonal nicht runterfallen kann. Wobei ich gerade überlege, gibt es Quarzmauern? Das wäre ja auch geil, wenn es Quarzmauern geben würde. Das muss ich jetzt direkt dann gleich mal schauen, ob es Quarzmauern gibt. Das weiß ich gar nicht. So. Dann würde nämlich hier eine. Jetzt schauen wir kurz mal, ob wir darauf kommen. Haben wir hier die Tür? Nee, haben wir noch nicht. Schau. Da haben wir die Tür noch nicht. Machen wir die gleich rein, ne? Hier machen wir nur eine Einser-Tür. Aus Gründen der Symmetrie. Die haben wir noch gar nicht. Das heißt, drüben auch nicht wahrscheinlich. Zack, zack, zack. Sowas, 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 Marito. Sowas, sowas. Böse Marito. Hat da die Tür wieder vergessen. So. Das Gerüst hier mitnehmen. Das Gerüst hier mitnehmen. Hier machen wir. Hier die Tür. Aber wieder eine Vierertür. Also eine Doppeltür. So, nicht Vierertür. Im Spiel, The World of Warcraft sind zwar hier überall Einzeltüren, aber die sind auch alle breiter. Ja. Jetzt überlegen wir uns kurz, wie wir das hier gestalterisch machen. Ja, indem dass wir hier einfach zuziehen, ne? Punkt. Ganz simpel gelöst. Gibt's gar nichts dran zu meckern. Ja? Okay. Selbe Thema werden wir drüben auch gleich haben. Oder nie. Das gefällt mir nicht. Das lässt mein Monk wieder nicht zu. Wir setzen hier einfach die Tür in da rein. So. Das geht sonst nicht. Aber die Maserung muss stimmen. So. Schaut jetzt auch nicht besser aus, aber was. Wenn ich hier eine Einsertür mache, dann ist die wieder nicht symmetrisch. Aufgrund dieser Mauer. Tack, die wandern. Das passt so. Ich sage jetzt, das passt so. So. Haben wir die Tür. Hier unten kommt dann eine Tür und hier oben kommt eine Tür. Der muss jetzt noch. Von da, wo er ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir noch Erde? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. 9 Blöcke hoch werden. Das wird sich jetzt nicht mehr ausgehen, glaube ich, mit unserem Material, was wir hier haben. Definitiv nicht. Definitiv nicht. 9 Blöcke hoch. Aber wir merken es uns mal. 1, 2. Denn die Türme sind gleich hoch, auch wenn sie versetzt sind leicht. So, wir ziehen das jetzt hier schnell noch durch. Ich überlege gerade, wo ich gerade noch Quarz verschwendet habe und den mir holen kann. Vier. 9 haben wir gesagt. 5 Reihen fehlen also noch. Beziehungsweise 4 Reihen, weil die letzte siehst du ja nicht, ne? So, ich schlafe mal hier auf der Mauer und sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, baba, euer Marito.